Oh Leute, was für ein seltenes Bild. Endlich mal wieder Sonne. Tja, irgendwie haben wir diesen Winter ziemlich Pech mit dem Wetter. Wenn Schnee liegt und die Sonne scheint, ist natürlich am besten. Dann hat man noch Reflexion, dann kommt ordentlich was rein. Aber heute soll es ein bisschen über was anderes gehen. Und zwar habe ich das erste Mal einen Bausatz bekommen. Ein Bausatz bestehend aus 16 Zellen. Auf das BMS, das Batteriemanagementsystem, warte ich leider noch. Aber man kann damit im Prinzip 12 Volt Batterien, 36, 24 oder wie in meinem Fall eben 51,2 Volt Batterien bauen. Dies ist definitiv die günstigste Sache, um an einen großen Solarspeicher zu kommen. Das Ganze mache ich auf eigenes Risiko, also ich zeige einfach nur, was ich hier mache und fordere nicht zum Nachmachen auf. Wer trotzdem Interesse hat, findet natürlich einen Link unter Video mit Rabattcode. Ich werde mir also einen Solarspeicher bauen mit über 15 Kilowatt Leistung, nachher Kilowattstunden Leistung. Das heißt, das reicht normalerweise für einen Vier-Personen-Haushalt locker 2 Tage, wenn man ein bisschen sparsam ist und nicht die ganze Zeit Wäsche wäscht und 4 Computer dauerlaufen und 2 Tiefkühler und 2 Kühlschränke. Also ich sag mal so, wer kann sich das heute noch leisten? Die wenigsten. Und das Ganze kostet unter 3.000 Euro. Das Ganze kommt von der Firma Tevacell. Die haben ein Lager in Europa auch. Die kam jetzt aus Polen hier, die Zellen. Man kann die aber auch aus China direkt beziehen. Das kann man auswählen bei der Bestellung. Und das Schöne ist, dass sie denn zwar ein bisschen länger brauchen, aber dafür deutlich noch günstiger sind. Ja, hier sind die Verbinder, die gucken wir uns später mal an. Und hier sind die Zellen. Oh, mächtig schwer, so eine Zelle. Das sind Kattel-Zellen mit 302 Amperestunden, 3,2 Volt. Sehr schön verarbeitet. Scheint hier Aluminium-Case zu sein. Und hier oben die Anschlüsse. So, alle ausgepackt, alle völlig in Ordnung, wohlbehalten hier angekommen, nichts passiert. Die sind aber auch wirklich super verpackt, kann man nicht anders sagen. Und sie sehen optisch alle absolut tadellos aus. CE-Zeichen, gut, das dürfte sonst gar nicht verkauft werden hier. Ja, das sind alles Grade A-Zellen. A-Qualität, die sind ausgiebig getestet. Und was man zu der Marke Kattel sagen muss, die gehört genauso wie Eve mit zu den absolut führenden Lithium-Batteriezellen. Und dabei spielt es jetzt keine Rolle, ob man sich eine 12-Volt-Batterie selber bauen möchte, 24-Volt-Batterie, dann braucht man halt 8 Stück, oder wie ich eben eine 48-Volt-Batterie mit 16 Stück. Aber das ist so auch nicht ganz richtig. Eigentlich sind es genau genommen 51,2 Volt, weil ja jede Zelle eben 3,2 Volt nominal hat. Wichtig ist immer darauf zu achten bei den Zellen, dass die nicht ausgebaut sind, also dass die nicht irgendwie so ein bisschen aufgebläht sind. Das ist einfach ein absolutes Qualitätsmerkmal. Die müssen schön gerade in diesem Alu-Container drin sein. Ja, und da die Zellen nur eben so mit so einer ganz dünnen blauen Folie isoliert sind, weil das Gehäuse mit dem Pluspol verbunden ist, müssen die irgendwas bekommen zum Zwischenlegen. Einfach, dass die ein bisschen Abstand haben. Ja. Das erste, was wir jetzt machen werden, sind die Zellen alle zusammenschließen. Die ganzen Pluspole, die ganzen Minuspole, sodass die sich ausgleichen können. Ich werde jetzt aber vorher nochmal gucken, wie die einzelnen Spannungen sind von den Zellen, wie weit die auseinander sind. Ja, und dann danach werde ich die einfach mal mindestens eine Woche so stehen lassen. Ich werde sie jetzt auch nicht laden. Die sind meistens vorgeladen. Wollen wir gleich mal gucken, wie viel die so haben. Und dann können die sich einfach von selber ausgleichen mit der Zeit. Das dauert ein bisschen. Und dann sollten sie alle eigentlich die gleiche Spannung haben. Und das ist ziemlich wichtig, wenn man den Akku nachher in Betrieb nimmt, dass die einzelnen Zellen alle dieselbe Spannung haben. Es werden pro 4 Zellen immer auch 4 Busbars oder Verbinder mitgeliefert.
Das ist verchromt und die sind aus Kupfer allerdings. Also ja, schöner wäre es allerdings, wenn sie hier so einen kleinen Bogen hätten, so dass sie so ein bisschen auch flexibel sind. Also es gibt die auch eben mit so einem kleinen Bogen hier. Die sind mir persönlich lieber, aber die funktionieren hier auch. 3,29. 3,29. 3,294. Also die scheinen mir alle ziemlich identisch gleich aufgeladen zu sein, aber ich werde sie mal alle durchtesten. Da bin ich jetzt doch ein bisschen verwundert, also die sind wirklich fast alle komplett identisch. 3,293 und 3,296, das war die Spanne. Also so minimal unterschiedlich geladen. Trotzdem werde ich sie jetzt noch eine Woche so hinstellen und ich hoffe, dass bis dahin mein Innenwiderstandsmessgerät gekommen ist und dann kann ich auch noch mal die ganzen Innenwiderstände danach messen und dann geht es an den eigentlichen Zusammenbau und so viel Zeit muss sein und jetzt werden wir halt alle Pluspole miteinander verbinden. Ja, da jetzt nur 16 von den Verbindern mitgeliefert wurden, ist es ein bisschen problematisch, die anderen zu verbinden. Ich habe jetzt noch einen über hier, einen Verbinder, aber da komme ich auch nicht mit weiter. Also ich muss mir jetzt was überlegen, dass ich die alle noch miteinander verbinde. Man sollte bei diesen Zellen absolut tunlichst vermeiden, einen Kurzschluss zu verursachen. Also da ist richtig Power drin, wenn da ein Werkzeug gegenkommt, ein Schraubenzieher, die verbindet miteinander. Der fängt sofort an zu glühen, also das ist nicht ganz ungefährlich. Bei der Gelegenheit kann ich sowieso gleich mal sagen, alles, was ich hier zeige, ist einfach nur mein Bastelkram hier. Ich will niemanden animieren, das irgendwie hier nachzumachen. Von daher alles auf eigene Gefahr. Ich habe jetzt alle Zellen miteinander verbunden. Auf der einen Seite sind eben die Originalverbinder und auf der anderen Seite habe ich mir jetzt so ein bisschen Bastelaluminium. Ja, ebenso Bastelaluminium, was ich noch übrig hatte. Habe mir da Löcher reingebohrt und jetzt alle miteinander verbunden. Und nun können die erstmal ein bisschen stehen hier. Ja Leute, viel mehr kann ich jetzt im Moment eigentlich gar nicht machen. Die müssen jetzt erstmal, wie gesagt, ein bisschen stehen. Obwohl die annähernd alle die gleiche Spannung haben. Aber gut, ich mache das jetzt einfach mal so. Wichtig ist, immer eigentlich isoliertes Werkzeug benutzen. Also bei dem Werkzeug ist es so ziemlich schwierig, dass es hier einen Kurzschluss verursachen kann. Aber ansonsten einfach mit Isolierband umwickeln, weil Kurzschlüsse sind wirklich zu vermeiden bei der Geschichte. Falls ihr Interesse an den Zellen habt, dann findet ihr unter dem Video wie immer einen Rabattcode und einen Link zur Firma Tevacell, wo ich diese Batterien geordert habe. Die haben auch die in Europa im Lager. Da gibt es verschiedene Zellen und auch sogar fertige Batterien, wenn ihr da welche kaufen wollt. Dafür gilt der Code natürlich auch. Also alles, was ihr da kauft, könnt ihr günstiger kaufen. Versand ging unheimlich schnell. Da kann ich nichts Schlechtes sagen. Man kann bei den Zellen allerdings die auch direkt bei der Firma in China bestellen. Dann sind sie etwas günstiger, dass, ja, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, 30 Tage oder was warten will, dann bekommt man da nochmal einen ganz anständigen Extra-Rabatt. Aber wer die Zellen etwas schneller haben will, aus dem europäischen Lager, muss dann halt ein bisschen drauflegen. Meine Bleisäure-Batterie funktioniert nach wie vor tadellos, kann ich nichts sagen. Allerdings ist es so, dass sie wirklich nicht die Leistung mehr abgibt, die draufsteht. Es ist ja so, dass die Batterie insgesamt fast 30 Kilowatt Kapazität hat. Allerdings ist die auf 70% getestet worden, weil die war ja schon gebraucht. Und ja, die Realität sieht so aus, dass da ungefähr, würde ich mal sagen, zwischen 12 und 14 Kilowattstunden jetzt im Winter, ich weiß nicht, wie es im Sommer ist, Kapazität verfügbar ist. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe die relativ günstig gekriegt. Aber die Lithium-Eisenphosphat-Batterien sind doch wesentlich besser, was das angeht.
Und ja, für den Preis, was das kostet hier, da bekommt man gebrauchte Staplerbatterie. Von daher tendiere ich ja sowieso zu Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Die haben sich einfach durchgesetzt, da wollen wir uns nichts vormachen. Wie ihr sehen könnt, ist schon Staub auf den Zellen hier. Die stehen hier über eine Woche jetzt. Und das Gute ist, inzwischen ist auch mein Innenwiderstandsmessgerät gekommen. So kann ich das Ganze jetzt mal auseinanderbauen hier und mal die ganzen Innenwiderstände messen. Nur 25. Also die Zellen haben alle einen Innenwiderstand von 0,25 Milliohm. Das ist ein guter Wert und die Spannung ist auch überall dieselbe. Ich warte auch noch auf das BMS, das kommt nämlich direkt aus China, dann kann es weitergehen. Also Teil 2 folgt, bis nächstes Mal.